Der Erfolg des Teleskopladers im Agrareinsatz ist unumstritten. Neben den charakteristischen Ladeeigenschaften und Arbeitsmöglichkeiten durch den Teleskoparm sind es die Wendigkeit und die niedrige Bauweise, die die Fahrzeuge auszeichnen. Agrartechnik hat zusammen mit dem DLZ Agrarmagazin in einem Vergleichstest 4 Teleskoplader im unteren Leistungssegment bis 6 Meter Hubhöhe und 2500 Kilogramm Hubkraft unter die Lupe genommen. Bei Merlo erfüllt der P25.6 diese Anforderungen. Merlo wurde 2013 vom Deutschen Landwirtschaftsverlag für seine Pionierarbeit im Bereich der Teleskoplader mit dem Meilenstein der Landtechnik ausgezeichnet. Unser Testkandidat ist die kleinste Maschine im Teleskopladerprogramm der Norditaliener. Obwohl der Lader die geräumigste Kabine in unserem Test hatte, ist er gleichzeitig von den Abmessungen her kompakt und wies im Vergleich sogar die niedrigste Bauhöhe auf. Ideal für Arbeiten in engen und niedrigen Stallgebäuden. Die Kabine ist schlicht und funktional gehalten. Die Sicht ist für einen Teleskoplader in alle Richtungen ausreichend. Der Joystick liegt gut in der Hand. Gefehlt hat uns hierauf eine Möglichkeit für den Fahrtrichtungswechsel. Diese Taste muss optional bestellt werden. In unserem Fall fand der Richtungswechsel am Lenkrad statt. Gewöhnungsbedürftig ist der rote Sicherungstaster auf der Rückseite des Joysticks, welcher zur Freischaltung mitgedrückt werden muss. Gerade auf kleineren Betrieben übernimmt ein Teleskoplader häufig auch Arbeiten außerhalb des Hofgeländes. Mit 40 km/h auf der Straße überzeugte der Merlo so durch ein zusätzliches Plus bei der Einsatzflexibilität mit einem guten Fahrkomfort. An der Geräuschentwicklung in der Kabine muss Merlo aber noch feilen. Das Schnellwechselsystem verlangt ein bisschen Übung. Verriegelt wird das Werkzeug zuverlässig lediglich mit einem Hydraulikzapfen. Die Zwangsabschaltung beim Erreichen des Grenzbereichs funktioniert. Gefehlt hat uns aber eine vernünftige Anzeige, die den aktuellen Ladezustand misst und darstellt. In unserem Vergleichstest hat der Merlo P25.6 gut abgeschnitten. Unseren Testern gefiel die Robustheit und die Wendigkeit der Maschine. Der Wendekreis ist mit 6,70 m sogar der beste Wert im Test. Verbesserungsvorschläge gehen vor allem in Richtung der Kabine. Die Optimierung der Geräuschkulisse und der Anzeige für die Grenzlastregelung wären uns hier besonders wichtig. Mehr zum Vergleichstest der Teleskoplader lesen Sie im Oktoberheft 2014 des DLZ Agrarmagazins, der Novemberausgabe der Agrartechnik sowie dem Landtechnik-Testjahrbuch 2015 des DLV.